Eisenteilen arbeiten. Da können wir uns einfach eine Schräge nach oben bauen. Das ist auch nicht das Problem. So, da kann man das nächste hier ran. Pam. Muss ich aufpassen, dass ich nicht vorne rausfall. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Hallo? Achso. Zack. So. So. Diesen hier. Das Gute ist, man kann auch die Punkte durch die Bauteile hindurch sehen. Und ich muss mal ganz schnell runter. So. Müssen wir ja mal kurz einmal alles linken. Wie gesagt, wenn ihr mehrere Bauteile setzt, guckt, dass ihr sie gleich ans Netzwerk mit anschließt und nach Möglichkeit auch direkt in Betrieb nehmt. Oh, verdammt. Sonst passiert euch sowas und ihr sterbt dann dauernd. Nein! Gut, wir bauen das Ganze jetzt natürlich auch noch auf. Ja, du solltest nicht im Ringtransporter drinstehen, wenn er läuft. Kommt nicht gut. Wir bauen die Station jetzt hier nach und nach noch auf. Ich hatte mir erst ganz am Anfang hatte ich mir überlegt, hier einfach eine komplette Station offscreen aufzubauen, die dann hinzuknallen und so dann sozusagen, ihr habt da. Wollte ich aber auch nicht, wollte das so Stück für Stück zeigen, wie das Ganze hier so entsteht. Darum habe ich das Ganze hier dann auch so gemacht. Das Gute ist, wollte ich vorhin noch sagen, wenn wir die Teile fluten, die Atmosphäre geht nicht in den Weltraum hinaus. Obwohl wir jetzt hier eins, da oben noch eine zwei, da hinten drei und auf der anderen Seite vier Öffnungen haben, die Atmosphäre strömt nicht nach außen. Also die hört wirklich mit dem Ende des Bauteils hört die auf. Hat ein bisschen den Vorteil, ihr heizt nicht den Weltraum, ihr tut ihr nicht Sauerstoff in den Weltraum pressen oder sonst irgendwas. Macht es dementsprechend etwas ja, einfacher, leichter dann hier damit zu arbeiten. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen Tanks reinballern. Also ich habe ja vorhin vorgelesen, wir können auch hier mehrere Quests parallel nacheinander in verschiedener Reihenfolge oder sonst was machen. Sag mal, wo ist denn die Plattform hier hinten? Die ist unter unserer Station mittlerweile. Das ist nicht so gut. Ja, macht doch nichts, wir können eine neue setzen. Warte mal, ich krieg's ja noch von hier. So. Hier werden wir ein paar Tanks noch hinballern. Wir haben auch noch Quests hier, Backup-Systeme zu installieren und so weiter und so fort. Guck mal, ob die hinten oben ankommt. Ich habe die gerade mal eben nach oben gesetzt. Ich bin am Anfang der Station, auf Höhe des Planeten. Okay. Dann guck ich mal kurz. Ah, da unten ist sie. So. Jetzt werden wir mal kurz hier alle Tanks mittels Smartlink-Tool hier reinballern. Also wir werden hier auf der Station einige verteilen. So, mal kurz ranklemmen. Zack. Und schon haben wir 9 Millionen. Kann ich die eigentlich auch weiter wegschieben mit dem... ja, wenn du E gedrückt hältst und dann drückst du einfach die Tasten, wenn du laufen wolltest. Musst aber E dabei gedrückt halten, sonst läufst du mit der Plattform weg. Okay. Aber das funktioniert. Wo bist du denn? Ach, da oben. E gedrückt halten und einfach nur die Richtungstasten drücken, wenn du laufen wolltest. Ja, hab ich gerade gemacht. Ich wollte die da hinten haben. So. Jetzt so. Sind wir noch ein bisschen tiefer. So, ist ja okay. Kommt man ja dran. Also der Bau der Station wird ein paar Folgen dauern, das ist auf jeden Fall sicher. Aber ja, ich werde das Ganze ja dann auch nachträglich in der Videobearbeitung hier noch einblenden. Also ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen. So, das Teil klemmen wir mal kurz hier ran. Pam. Auch wieder, der Vorteil bei den Link-Tools ist, oder beim Verlinken von Bauteilen, ihr könnt auch durch andere Bauteile hindurch verlinken. Also das Kabel läuft jetzt nicht hier im Tunnel so entlang, wie ich jetzt gerade laufe, sondern es läuft wirklich Luftlinie ich hab durch. Ich habe da total festgefreezed. Hast vielleicht nochmal unfreeze dann. Hallo? Ja, du hast das falsche Bauteil gerade in der Hand gehabt. So. Ja, ich wollte hier oben weiterbauen. Warum wackelt der Tunnel jetzt? Ah ja. wo ist die Plattform? Weg. Okay. So. Ja, jetzt hängen wir hier mal wieder ein paar Übergangsstücker dran. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ich hänge da jetzt mal eine große Plattform dahin. Und zwar so. So.
Hier bauen wir jetzt unseren, ich nenne es mal Screening-Raum, bauen wir dahin. Und zwar wird das der Raum, wo wir dann die ganze Station überblicken können hier. Die Vorräte, tralala, so die Bildschirme, wie ich sie am Anfang gesetzt habe. Die werden wir hier alle in einem großen Raum dann hier platzieren, wo man dann schön alles überblicken kann. Jetzt suche ich gerade ein Bauteil im Finsternis. Das hier einmal. Es gibt jetzt die Übergangsstücke, um das Ganze zu vergrößern. Genau. So. Erstes Bauteil hier dran. Und zweites Bauteil hier dran. So. Oh Mann, da sitzt eine Einkerbung hier im Boden. Hm. Okay. So. Weiter geht's, Part Spawner. Und zwar hätte ich da jetzt gerne ein Verteilerstück. Vorteil an diesem Viererstück ist, es ist egal, worum was dranhängt. Es passt in alle Richtungen. So, jetzt wieder drei Bauteile. Können wir direkt wieder alle ans Netzwerk dran packen. Pam. So. Was willst du eigentlich mit der Gravity Gun die ganze Zeit? Mit der Physics Gun. Die Sachen ranziehen und so drehen, wie ich sie an. Musst du per Part Assembler miteinander verbinden. Ja, aber der passt doch sowieso hier nicht dran, der Teil. Ne, kannst ja aber Übergangsstücke dranhängen. Ja. So, jetzt müssen wir die Teile noch einschalten. Also das ist jetzt während der Vorbereitungsaufbauphase für die Station natürlich alles jetzt ein bisschen hier, sieht alles ein bisschen verwackelt, kurios aus. Man muss jedes Teil hier einzeln einschalten, das werden wir nachher natürlich noch per Buttons hier alles dementsprechend dann ändern. So, wir haben, hatte ich vorhin ganz vergessen zu erzählen, es gibt auch verschiedene Größe von Bauteilen. Hier haben wir zum Beispiel ein ganz schmales, hohes Bauteil, hier haben wir ein etwas breiteres, da ist noch ein bisschen länger, da ist noch etwas länger und das ist das ganz lange. Da kann man dann auch ein bisschen mit den Größen variieren, wie man das gerne hätte. Wir nehmen jetzt mal das zweitgrößte. So. Wir müssen natürlich auch ein bisschen gucken, wie in den anderen Planeten, wo wir dann noch haben, dass wir da nicht versehentlich irgendwo in den Planeten uns reinhämmern. Aber das soll ja der Videoraum hier, also der Screenraum hier werden, wo wir alles überblicken können. Hier kann man auch die ganze Steuerung für die Station dann mit einbauen. Das geht auch. Wir können ja auch im übelsten Fall, wenn es irgendwas nicht gefällt an der Station, können wir die auch kurzerhand umbauen. Das ist auch nicht das Problem. Man kann die Teile auch einzeln entfernen, wieder dran tackern und so weiter und so fort. So, ich werde mal hier eine Valve wieder reinpacken. Also hier eine Brücke für die Resource Nodes. Das tackern wir mal kurz an der Decke und zwar Rechtsklick. Achso ja, mit Linksklick übrigens verbindet ihr das erste, den ersten Netzwerk-Hub und mit Rechtsklick den zweiten. Also müsst ihr aufpassen, gar nicht beide mit Links oder Linksklick oder so zusammen hämmern. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, dann Link-Tool 1, 2, 3 und pop. Siehst du, irgendwas hat nicht funktioniert. Wir haben keine Sauerstoffvorräte hier. Nee. Kann natürlich sein, dass ich jetzt falsch rum connected habe. Wäre durchaus möglich. Ach so, nee, da ist ja wieder hier, warte. Genau. Vorhin habe ich es noch erklärt, man muss immer zwei Resource Nodes hier irgendwo in der Nähe haben. Sonst macht er sich ein bisschen in die Hosen dabei. So, gut. Dann haben wir jetzt hier zwei connected. Dann hängen wir das Valve Tool hier einfach mal kurz woanders hin. So, einmal den Entferner, pam, weg damit. Und so, weil diese zwei hier, die zwei Netzwerk-Hubs, können wir nicht miteinander verbinden, weil der Netzwerk-Hub bereits mit einem anderen verbunden ist. Da, deswegen brauchen wir das Werftool dafür. Das Verbindungstool. So, wo ist ja nicht das Problem, können wir ja kurzerhand machen. Daran soll es jetzt wirklich nicht scheitern. So, zack. So, jetzt stimmt das Ganze nämlich auch wieder. Und jetzt haben wir hier auch wieder Sauerstoff und so weiter. Du gehst wieder ein bisschen Weltall spazieren, so wie sich das anhört. Ja. Hilfe!
Ich stell mal, das steht ab. Wahnsinn. So, wir werden die Station hier auch mit Kameras und hast du nicht gesehen ausrüsten. Mit einem Videoraum und tralala und ach was, noch nicht alles. Also wir werden da einiges einbauen auf jeden Fall. Und wir werden das Ganze auch mit einem Schild ausstatten. Oh, wir produzieren Stickstoff, nicht gerade wenig. Also das ist natürlich auch noch etwas, was mit zum Space Build, also hier zur Weltatmosphäre, alles drum und dran dazugehört. Wir produzieren natürlich auch Stickstoff. Abfallprodukt CO2, da müssen wir uns auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Ja, stimmt. Zur Not bauen wir uns ein Backup-System, wo wir noch ein paar CO2-Tanks hier reinballern, dass uns das Schiff nicht hier komplett absäuft. Es ist ja zum Glück alles machbar. So, wie kommst du hier voran? Na, es geht so, ich muss mich erstmal einfinden, das kann dauern. Ja, wir haben ja Zeit, ist ja jetzt nicht so tragisch. So, haben wir die Teile jetzt alle hier eingeschaltet? Jawohl, jawohl und jawohl, wunderbar. So, dann können wir mal anfangen, hier den Screenraum einzurichten. Und zwar, Vorteil ist, wir können die Screens übrigens auch beschriften. Also es gibt auch verschiedene Größen. Hier könntest du einen Riesenscreen hier reinpressen, der passt gar nicht hier rein. Er buggt allerdings ein bisschen von den Anzeigen her, deswegen begnügen wir uns mit den Screens hier. Ja, habt ihr ja vorhin schon gesehen, hier kann man sie auch beschriften. So, Energie. Die Schilde, die vorne praktisch am Eingang der Station stehen, habe ich jetzt mal nur so pro forma hingesetzt. Einfach mal, dass ihr seht, von was ich überhaupt schwätze hier, von was ich überhaupt rede. So, Energie. Und zwar ist das die Energie... Wie verbinde ich die mit dem Part-If-Sampler? Mit dem Rechts- oder mit dem Linksklick? Mit dem Rechtsklick. Ja. Erst das Teil. Also mit Rechtsklick kannst du beide Teile anklicken, die du verbinden willst. Und mit Linksklick erst das Teil, was du dran bauen willst. Nicht das, was schon dran gebaut ist. Okay, also ich habe die jetzt beide, die sind jetzt beide rot markiert bei mir. So, warte mal. Komm mal eben zu dir. Du bist da oben gerade am Basteln. So. Genau, du müsst jetzt bei beiden so einen roten flachen Balken haben. Genau. Und das Teil, was jetzt hier draußen schwebt, das willst du ja an unsere vorhandene Station dran pappen. So, das Teil, was draußen schwebt, musst du zuerst mit Linksklick in dem roten Feld anschießen, dass ein Haken drin ist. Ja. So, jetzt gehen wir ein Stückchen zurück. Jetzt musst du das Teil, wo du das dran pappen willst, auch mit Rechtsklick, dass die Anzeige da ist, und dann auf den roten klicken. Perfekt. Jo. Und genauso verbinden wir die Teile miteinander. So, jetzt brauche ich noch ein Linking-Tool, weil da muss irgendwie verbunden werden. Muss wieder connecten miteinander. Haben wir denn überhaupt noch genug hier jetzt wegen der Reichweite, oder? So, ja, ich baue mal eben hin. Warte mal kurz. So, Valve. Kleben wir mal dahin. Resource-Node. Kleben wir mal dahin. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe, wie das funktioniert hier. Dass man Strecken auch über so eine Distanz hier überbrücken kann. So. Hat's funktioniert? Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. So, Link Tool. Pam, pam. Was? Du hast ein nicht habitables Modul hier eingebaut. Ja. Wir können keine... Nein. Du hast, wenn du denn im Part-Spawner bist, kannst du einen Haken bei Glas und bei habitables Modul, also Umweltmodul, rein oder raus machen. Und bei dir ist der Haken weg. Ich kann das Teil nämlich hier nicht ans Netzwerk anschließen. Ja, dann geh mal weg da, dann mache ich das Teil nochmal weg. Einfach mit dem Entferner wegschießen. Ja, sonst muss ich nur wieder den Entferner stundenlang suchen. Ich räume meine zwei Teile mal weg hier, dass hier nichts verrutscht. So. Also wie gesagt, wir werden hier auf der Station einiges noch dran bauen, zubauen, wegbauen. Aber sieht jetzt alles noch ein bisschen nackig aus hier. Das werden wir dementsprechend alles noch ein bisschen ausfüttern.